Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einer weiteren Folge Transim. Schön, dass ihr wieder da seid. Und ihr seht schon, wir sind heute mit dem Flex City unterwegs hier in München. Ja, tatsächlich, denn das Ganze funktioniert nämlich alle Straßenbahnen, die es ja, für Transim Wien gibt, könnt ihr jetzt auch in Transim München benutzen. Und von daher wollen wir uns das Ganze mal angucken, wie sich das Ganze so spielt und ob das halt auch relativ machbar ist. Denn, wie gesagt, ich glaube, Rollstuhlfahrer hier können wir gar nicht mitnehmen, da wir aktuell ja keine Rampe haben, die wir ja hier ablassen können. Müssen wir gucken, müssen wir erstmal stehen lassen. Leider, vielleicht kommt der ein oder andere Patch dann dementsprechend noch nach. Aber wie gesagt, wir wollen mal gucken, wie sich das Ganze denn so mit dem Flex City spielt. Und dementsprechend, lasst uns beginnen, steigen wir ein und testen mal so ein bisschen, was wir hier machen müssen. So, okay. Also, als erstes erstmal Schlüssel rein und erstmal anmachen, das ganze Ding. So, ihr habt auch geschrieben gehabt, ihr würdet gerne mal den VR-Modus sehen wollen hier in Transim München. Und tatsächlich, kamen auch schon so ein paar Kommentare, die so gesagt haben, ja, das funktioniert irgendwie nicht alles richtig und so weiter und so fort. Und ja, werden wir uns auf jeden Fall angucken, wieso, weshalb, warum das Ganze und so weiter und so fort. Da werden wir uns auf jeden Fall hier nochmal auch austoben. So. Stromabnehmer anheben bitte. Wir wollen, das Kabinenlicht brauchen wir nicht. Vorauswahl brauchen wir auch nicht. So, die Federspeicherbremse könnten wir eigentlich lösen, aber gibt es jetzt hier aktuell nicht, der Blinker. Und sonst haben wir ja hier noch den Linien und Kurs, ne? Wo wir das Ganze dann einfach nur noch bestätigen. Ziel falsch. Das ist gut. Ziel, genau, haben wir hier leer. Und jetzt können wir hier meiner Meinung nach hin und her schalten. Ja, genau. So, Happy Birthday, alles Gute. Münchner Freiheit, Schwabing Nord. Ich glaube... Achso. Also wenn ich zurückgehe, dann ist das... Das ist ja auch blöd gemacht. Also entweder treffe ich den Button nicht oder... Hallo? Das ist ja die Weiche hier unten. So. Fahrschule, Happy Birthday, alles Gute, frohe Weihnachten, Transim, View App, Münchner Freiheit, Schwabing Nord, genau, wir fahren nach Münchner Freiheit, sollte jetzt dementsprechend auch passen. Müssen wir das Ganze jetzt noch bestätigen, eingeben, ja. Genau, Schwabing Nord ist jetzt eingegeben, jetzt sollte es auch dran stehen, genau, Linie 23, Münchner Freiheit und ja, ich glaube, wir müssten eigentlich startklar sein. Dementsprechend legen wir los. Südele. Ja, wie gesagt, ich habe den VR-Modus halt schon getestet. Und in den Kommentaren waren halt wirklich viele gewesen, die geschrieben haben, das funktioniert absolut nicht. Und dementsprechend musste ich mich da halt auch mal ransetzen. Musste mir das Ganze mal anschauen, ob das da jetzt wirklich nicht funktioniert oder ob da jetzt irgendwie ein Fehler drin ist. Freigabe, genau. So, steigen zumindest schon ein, das ist gut. So, nächste halt ist dann die Domarkstraße und was ist das hier? Zentral schließen, genau. Und abfahren. Schon sehr lange nicht mehr mit dem Flex City gefahren hier, muss ich gestehen. Ich habe auch Transim Wien schon sehr lange nicht mehr gespielt. Außer jetzt kurz vor kurzem, weil ich was getestet hatte. Und zwar auch zwecks VR. Aber wie gesagt, dieses Thema werden wir dann... Domarkstraße. Werden wir dann im nächsten Video nochmal genauer behandeln. So, aber wie gesagt, es geht jetzt auch erstmal darum, mal so ein bisschen mal die Straßenbahn jetzt hier auch mal einzusetzen, zu testen. Und ja. Gestern habe ich es absolut nicht geschafft, dass da ein Video kommt. Tut mir leid, aber hatte dann auch noch Besuch.
gehabt vom Dennis. Der hat mir hier was installiert. Auch ein Projekt, was jetzt so in der nächsten Zeit dann vielleicht hier auf dem Kanal startet. Mal gucken. Je nachdem, wie ich mich da anstelle. Und ja, freue ich mich auch schon drauf. Denn das ist tatsächlich eine Simulation, die ist schon ewig alt, funktioniert aber immer noch saugut, sieht immer noch technisch richtig nett aus und hat haufenweise Mods. Mehr will ich dazu gar nicht groß sagen. An die Albersstraße. Und dann müssen wir hier schon wieder zum Stehen kommen. Aber ich finde, es macht sich gut hier. Ist jetzt natürlich jetzt nicht das passende Repaint dazu. Gibt natürlich schon passende Lackierung, MVG-Lackierung, die man dann dementsprechend benutzen kann. So, jetzt können wir. Am Münchner Tor. Am Münchner Tor. Kollege kommt uns entgegen, wir sind hier im Testzug. Hier aus wie ein ausgeliehen. Ja, heute ist ein bisschen Performance. Aber es sieht wahrscheinlich jetzt, weil das Problem ist, immer wenn du jetzt Drums im Start tust, öffnet sich instant einfach jetzt sofort Oculus VR mit. Das finde ich halt immer ein bisschen lästig, deswegen hatte ich das ja auch eine ganze Zeit lang nicht drauf gehabt. Das ist ja genauso wie bei dem Busbetriebssimulator. Jetzt startet immer wieder die VR-Application mit. Das ist halt super anstrengend. Oh, jetzt sind wir noch zu schnell. Und noch die Kollegen vor uns. Ja, wir fahren halt ohne Fahrplan, ne? Das ist dann immer ein bisschen gefährlich, dass du dann halt immer so einen Kollegen dann vor dir hast. Aber naja, wir kriegen mal hin, kriegen mal hin. So, dann können wir schon mal den Blinker hier reinhauen. So, haben wir schon mal die Türen entriegelt. Verriegelt, nicht. So, Kollege, jetzt steht er mir hier im Weg. Ist jetzt nicht so nice. Merkt er selber, oder? Das ist nett. Ach komm, ich hab dich nicht mal berührt. Hat er alles im Griff? Waldplatz. Bus 140 und 141, da scheint Platz zu.
Ja, der Kollege vor uns fährt jetzt nicht, wa? Und jetzt hat er noch rot. Mal gucken. Ich würde den ungern auffahren. Ja, finde ich mal blöd sowas. Ja, fährt nicht. Na gut. Ich dachte, die Probleme sind eigentlich längst behoben, ja. Dass die KI nicht mehr weiterfährt. Ich dachte, dass das schon längst wieder behoben wurde. Naja. Nee, wir wollen nicht nach rechts. Wir fahren geradeaus weiter. Potsdamer Straße. Jo. Ich frage mich gerade, ob ich die Beta-Version spiele hier oder sowas. Das ist gerade jetzt hier so ein bisschen alles verbuggt hier irgendwie gefühlt. Aber wie sieht es bei euch jetzt mittlerweile aus? Jetzt ist es ja glaube ich 2 Wochen jetzt her, nach dem Release von Tramsim. Ich meine, der große Hype ist vorbei, ne? Jetzt jeder kann Tramsim spielen. Wie sieht es denn bei euch jetzt aktuell aus? Seid ihr immer noch in München unterwegs oder hat es euch schon wieder den Spaß irgendwie... Ja, ist er wieder weg. Ihr habt genug München gesehen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare posten. Würde mich mal interessieren. Weil Langzeitspielspaß ist ja natürlich halt immer nur diese 3 Linien. Meine Abwechslung hast du halt durch die anderen Straßenbahnen, die du hier noch benutzen kannst halt, ne? Genau, da das belebt das Ganze nochmal so ein bisschen. Aber wie gesagt, würde mich mal eure Meinung mal interessieren. So jetzt wie gesagt, nach 2 Wochen nach Release. Wie es da jetzt bei euch so ausschaut. Schnell. Endstation. Bitte alle aussteigen. Terminus. All change, please. Wir sind immer so zu schnell unterwegs hier. Ich habe manchmal mal so das Gefühl, ja, also, dass es immer enger wird. Halt, ja, also, du kannst hier kaum ausfahren. So und so, ne? Und alles sowas. Haltestellen wirken relativ nah beieinander. Weiß auch gar nicht, es kam auch mal wieder ein neues Update für Tramsim. Karlstadt.
Oh, der Blicke, der ist ja auch lästig. Der ist ja super nervig. Das fällt mir jetzt gerade eher so auf. Also wenn ich das Ding den ganzen Tag hören müsste. Ach, gib uns Fahrt. Damit. So, angekommen an unserem Zielort. Wundervoll. Türen auf und da haben wir es. Ja, das war wieder mal eine Folge, eine weitere Folge hier von unserem Tramsim München. Wie gesagt, Flex City funktioniert. Dementsprechend funktioniert natürlich auch der E2 und natürlich auch der Ulf. Ja, mit dem könnt ihr natürlich hier auch überall fahren. Ist eine relativ coole Sache. Ich muss mal gucken, weil ich schaffe, dass ich die vielleicht dann auch mal aufnehme. Aber als nächstes würde ich mir jetzt erstmal gerne den VR-Modus schnappen mit euch gemeinsam. Und dass wir uns den mal so ein bisschen genauer angucken und mal so ein bisschen erörtern, wieso, weshalb, warum. Dementsprechend, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, schreibt es gerne in die Kommentare und sonst sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit Tramsim München. Ich verabschiede mich, bedanke mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.